an der Orgel, Winfried Enz, und an der Trompete, Walter Scholz. Sie haben brillant und festlich das Konzert in unserer Pfarrkirche eröffnet. Clarke war ein englischer Komponist und Organist des Barock. Aus seiner Suite D-Dur erklang der letzte Satz, das Rondo zur Prinz auf den Marsch. Eine glanzvolle barocke Trompetenmusik unter der Bezeichnung Trampel Voluntary. Wir feiern 750 Jahre Altschweier. So hat unser Ort in diesem Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Sie wurden Zeuge dieses Jubiläums, das in prägnanten Veranstaltungen über das Jahr hinweg begonnen wurde. Ein krönender Abschluss der Veranstaltungsreihe soll nun das festliche Jubiläumskonzert sein, zu dem ich Sie ganz herzlich in unserer Pfarrkirche St. Gallen begrüße und willkommen heiße. Guten Abend. Wir wollen in der meditativen Ausstrahlung des Kirchenraums die Klänge auf uns wirken lassen. Und deshalb bitte ich Sie um Verständnis, dass wir den Applaus bis zum Schluss des Konzertes aufspannen. Nach Orgel und Trompete kommen die menschliche Stimme zu Gehör. Eine schöne und von innerer Ruhe erfüllte Einstimmung bietet uns der Männergesang ein Singer und ein Schwalbenbereitung von der Arbeit mit Alta Trinita Beata, ein anspruchsvoller italienischer Gesang aus dem 15. Jahrhundert. Er preist die Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Die Übersetzung des lateinischen Liedtextes lautet: Hohe heilige Dreifaltigkeit, von uns immer angebetet, glorreiche Dreifaltigkeit, wunderbare Einheit, du bist das köstliche und ersehnte Himmelsbrot. Eine ergreifende Komposition mit tiefem religiösem Impuls. Das populärste Werk des tschechischen Komponisten Antonín Dvořák ist die Symphonie aus der Neuen Welt. Der Name aus der Neuen Welt wurde von Dvořák deshalb gewählt, weil er 4 Jahre einen Lehrstuhl für Komposition am Konservatorium in New York innehatte. Er hat diese Symphonie im Geiste des indianisch-amerikanischen Volksliedes komponiert. Wir hören das Thema aus dem zweiten Satz, Laien. Es beinhaltet einen Trauergesang, der die Notenlage des Irokesen-Häuptlings zum Ausdruck bringt. Dvořák sagte selbst: Es ist der Geist von Neger- und Indianermelodien, den ich in meiner neuen Sinfonie zu reproduzieren bestrebt war. Das bekannte Spirituell Swing Longs wie Cherryon klingt durch. Trompete und Orgel machen die ganze tiefe und emotionale Bandbreite des Stückes erlebbar. Der Hymnus Akathistos ist ein altkirchliches Marienlob aus Konstantinopel und gilt weltweit als älteste und schönste Mariendichtung. Das Wort Akathistos stammt aus dem Griechischen und bedeutet nicht sitzen. Es leitet sich daraus ab, dass die Gläubigen in der orthodoxen Kirche während dieses Hymnus immer stehen zur Anbetung Mariens. Der Hymnus erweitert die Seele und macht sie bereit für den Frieden, der von oben kommt, von Gott, für jenen Frieden, der Christus selbst ist, der zu unserem Heil
aus Maria geboren ist. Ein Dorf mit einem unverwechselbaren Profil war in der Tageszeitung zu lesen nach dem Festtag, mit dem im Frühjahr das Jubiläumsjahr eröffnet wurde. Ein unverwechselbarer Trompetenklang erfüllte den Kirchenraum, wenn Walter Scholz das Concerto für Handschrift unter begleitenden Akkorden der Orgel spielte. Die Komposition des im dritten Lebensjahr mit Gipserin erblindeten spanischen Komponisten Joaquin Rodrigo ist im Original ein Solokonzert für Gitarre und Orchester, das im Frühjahr 1939 in Paris entstanden ist. Es ist eines der bekanntesten klassischen Musikstücke des 20. Jahrhunderts. Rodrigo hat den Schmerz durch den Tod seines erstgeborenen Kindes bei der Geburt und die Angst um seine Frau, die für ihn das Augenlicht war, in diese Komposition aufgenommen. Wir hören aus diesem Werk den zweiten Satz. Er basiert auf einem Klagegesang einer spanischen Theata, die alljährlich bei andalusischen Produktionen in der Kirche erklingt. Die Melodien des Adagio gingen um die Welt und inspirierten zahlreiche Künstler zur Bearbeitung, so auch für Trompete.
Sei gegrüßt, lebe.
Wir haben heute den dritten Adventssonntag. Drei Kerzen Spend und Licht und drei Interpreten stimmen auf die Advent und kommen der Weihnachtszeit ein. Sie lassen uns innerlich zur Ruhe kommen. In diese Stimmung fügt sich der Chor ein mit dem traditionellen christlichen Wieglied aus Tirol. Es wird schon gleich dunkel. Erstmals wurde es in echte Tiroler Lieder 1913 veröffentlicht. Ein Gefühl von Heimat vor dem Einbruch der Nacht in den Bergen soll dieser Hirtengesang vermitteln. Alte Atmosphäre schwebt im Kirchenraum, wenn der Chor mit Hingabe den Andachtsjodler ein chorisches Stimmungsbild aus Tirol greifbar und transparent zu Gehör bringt und eine klingende Verzierung diesem Vortrag eine zauberhafte Note verleiht. Beeindruckt von der vorweihnachtlichen Stimmung in den Bergen, lenkten wir den Blick auf die im Lichterglanz erstrahlende gotische Kathedrale Notre-Dame in Paris. Der französische Komponist Louis-Claude Danquin lebte im 18. Jahrhundert in Paris und wurde vor allem als Organist von Notre-Dame berühmt. In seinen Variationen über Weihnachtsmelodien legte er einen echt französischen, teils galanten, teils kraftvollen Stil. Damit entzückte er die Pariser Bevölkerung über alle Maßen. Eines dieser Duells hören wir auf unserer Orgel aus der weltweit bekannten Orgelbauwerkstatt Kleist in Bonn. Die Chormusik stellt im Schaffen von Felix Mendelssohn Bartholdy einen Grundpfeiler dar und spiegelt seine musikalische Entwicklung und Vielseitigkeit wider. Die Melodie des Weihnachtsliedes Klingen stammt aus Mendelssohns gewaltiger Komposition Festgesang zum Gutenbergtag, den Mendelssohn 1840 zur vierten Säkularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst in Leipzig schrieb. Sowohl in den englischsprachigen als auch in den deutschsprachigen Ländern wurde Mendelssohns Melodie, die von Bach beeinflusst war, mit jeweils eigenen Weihnachtstexten unterlegt. Eine hymnische Melodie, die Gutenberg preist, der der Menschheit einen Stern hat aufgehen lassen, der das Lesen der Bibel möglich gemacht hat. Ein feierliches und klangvolles Chorwerk. Goldene Klinge zur Weihnachtszeit verheißt die Weihnachtsserenade unseres Staatstrompeters Walter Scholz. 20 Jahre hat Walter Scholz in Altschweier beim Musikverein und mit den originalen Rebland-Musikanten blasmusikalische Akzente gesetzt und goldene Blasmusik geprägt. Dafür bleibt ihm Altschweier immer dankbar. Und es ist für Altschweier eine große Ehre, dass Walter Scholz zu diesem Jubiläumskonzert seine Zusage gegeben hat. Walter Scholz hat auch immer ein klassisches musikalisches Leben. Als Solotrompeter bei den Münchner Philharmonikern und beim Südwestsinfonieorchester des Südwestfunks liebte er besonders die monumentalen Sinfonien
von Bruckner und Mahler unter der Leitung großer Dirigenten. Mit dem strahlenden Glanz seines Spiels ebenso wie mit subtiler Eleganz trug er zu unvergesslichen Sternstunden bei. Genießen Sie eine Fülle musikalischen Ausdrucks in der Weihnachtsserenade mit Trompete, Orgel und Chor.
knapp 3 Wochen geht das Jubiläumsjahr Altschweier zu Ende. Es hat sich in diesen 12 Monaten viel bewegt. Die Dorfgemeinschaft darf stolz sein auf alle Aktivitäten und Präsentationen. Wir stellen deshalb den 3. Programmabschnitt unter das Wort Dank für Einsatz, Ideen und deren Umsetzung. Wir gedenken dabei unserer Mitbürger, die die Dorfgemeinschaft in diesem Jahr durch Tod verloren hat und die zu einem guten Miteinander beigetragen hat. Der Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft hat in Altschweier eine regelrechte Ideenwerkstatt ausgelöst. Viele Visionen wurden erarbeitet und vorgestellt, um eine positive Entwicklung für eine nachhaltige Lebensqualität zu erreichen. Von hoher Bedeutung ist die Identifikation aller Bürger mit ihrem Heimatort. Vereine und Gruppen gestalten seit jeher das Gemeinschaftsleben dort mit. Ein solch pulsierender Faktor ist der Männergesang Freien Finger von Altschweier, der seit 37 Jahren von Chorleiter Werner Feig erfolgreich auf hohem Niveau geleitet wird. Im kommenden Jahr kann der Verein sein 150-jähriges Bestehen feiern. Die Mitgestaltung am heutigen Abend ist für den Chor eine große Ehre. Der Schatz an Freude, der von den Liedern ausgeht, möge hineinwirken in das Jubiläumsjahr 2016, zu dem wir dem Sängerbund Altschweier eine nachklingende Präsentation des Chorgesanges wünschen. Der Hymnus jauchzet dem Herrn, stellt einen Maikantenlobpreis auf die Schöpfung dar, dass wir schätzen, was uns überlassen ist, die schöne und fruchtbare Heimat, das Leben, das uns geschenkt ist und das Miteinander in der Dorfgemeinschaft. Der Komponist und Musikpädagoge Friedrich Silcher prägt im 19. Jahrhundert die Chormusik weit über seine Heimat Württemberg hinaus. Er selbst fühlte sich vor allem dem einfachen Volk nahe. Seine weltlichen Vorsätze sind aufgrund ihrer wirkungsvollen Klänge äußerst beliebt, was sich im Psalm jauchzet dem Herrn als hohes Ideal ausdrückt. Zum heutigen Sonntag, Jubilate, schenken uns Chor und Orgel diese festliche Freude. Mit Dietrich Buxtehude, der von 1637 bis 1707 lebte, erreichte die barocke Orgelmusik in Deutschland den ersten Höhepunkt vor den alles überragenden Werken Johann Sebastian Bach. Er war Vorbild für Bach und Händel. Beide wanderten nach Lübeck, um seine Musik zu hören und seinen Kompositionsstil kennenzulernen. Dietrich Buxtehude war jahrzehntelang Organist der Marienkirche in Lübeck. Reliquium, Fuge und Chacona in C-Dur sind ein typisches Beispiel der glänzenden freien Orgelkompositionen Buxtehudes. Unser Organist Dr. Winfried Enz hat das Glück, zusätzlich zu seiner Ausbildung als Jurist an der Musikhochschule in Freiburg studieren zu können, und zwar im Fach Orgel bei Walter Kraft, der zugleich über 40 Jahre als Organist
der Marienkirche in Lübeck wirkte, also ein Nachfolger von Buxtehude war. Dies verspricht eine authentische Wiedergabe des Werkes, das für die norddeutsche barocke Orgelmusik charakteristisch mit einem virtuosen Pedalsolo beginnt. Drei Lichtwellen verleihen dem Adventskranz eine ausstrahlende Ruhe. Die drei Lichtpunkte dieses Konzertabends, Trompete, Orgel und Chor, vereinen sich zu Andante Religioso mit Gebet der Vereinigten Nationen. 2013 wurde die Komposition von Mario Torini im Speyerer Dom mit Walter Scholz uraufgeführt. Seine technische Virtuosität am Instrument und das hohe Gespür für die musikalische Aussage machten den Zauber seiner Interpretation aus. Die Komposition umrahmt das Gebet der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1942, das von dem amerikanischen Schriftsteller Benet verfasst wurde. Die Deklaration der Vereinten Nationen wurde am 1. Januar 1942 unterzeichnet. Gotteslob findet sich die deutsche Fassung des Gebiets. Mitten im Zweiten Weltkrieg ist es entstanden. Es ist ein Appell an die Menschheit. Wie Sie nachher hören werden, ist der Text von höchster Aktualität. Betrachten wir ihn, müssen wir uns fragen, sind wir heute nicht weit davon entfernt? Wir können im Gebet um den Frieden bitten. Möge die Kraft der Musik in alle Winkel der Erde klingen und dieses Gebet Gehör finden zum Segen für die Menschheit. Die festlichen Glücksgefühle über dieses Konzert bringen wir abschließend gemeinsam zum Ausdruck mit zwei Strophen des ökumenischen Kirchenliedes. Großer Gott, wir loben dich. Das 1771 von Ignaz Franz nach dem Gedeum Laudamus des 4. Jahrhunderts verfasst wurde. Schenken wir danach unseren dankbaren Applaus den Akteuren Walter Scholz, Dr. Winfried Hens und dem MGV-Sänger von Rundenschweier mit Chorleiter der Abfeig.
Erde ist nur ein einziger Stern im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Bräuchen gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.